Hallo und herzlich willkommen zurück zu Part 14. Ich habe dank netter Mithilfe neues Modpack, aber irgendwie bin ich hier ein bisschen verloren. Scheint wohl nicht ganz zu funktionieren mit der Map. Verdammt. Na gut. Was soll's? Fangen wir halt von vorne an. Und? Womit fangen wir an? Holz holen! Boah, ich weiß schon, wie ihr jetzt alle da sitzt und flucht. Aber komm, so weit war ich ja nur auch noch nicht. Und eine Wüste finden wir hier sicherlich auch. Und Gummibäume habe ich schon mal gefunden. Ein bisschen Holz. Boah, wie das nervt. Ich will eine Axt. Ja, also was machen wir jetzt hier? Diese Welt wird auf jeden Fall auch die Welt, die wir nachher, also zumindest vom Modpack her, die auch für den neuen Server ist. Dementsprechend dachte ich, wenn schon Modpack, dann sollte ich auch mein LP darauf aufnehmen. Aber jetzt suche ich mir gerade einen Siedlungspunkt. Ihr kriegt natürlich nicht den gleichen Seed, logischerweise. Okay. Ich glaube, ich brauche mir doch keine Axt machen. Ich habe ein Haus gefunden. Und mein Eingang ist zu. Ach, wie schade. So, jetzt dürft ihr wieder reden. Guten Tag. Moin, moin. Wie, du hast ein Haus gefunden? Was machst du denn hier? Ja, ich wollte eigentlich eine LP aufnehmen. Echt? Auf unserer Map hier? Wie auf eurer Map? Wahnsinnig. Das ist unglaublich. Ja, also wir sind jetzt hier so ein bisschen zu viert gerade unterwegs, bald wieder zu fünft und testen gerade das Modpack. Natürlich im Survival. Wir müssen ja gucken, was ihr für Mist bauen könnt. Und jetzt kann ich mir meinen Scheiß auch wieder nehmen. Das ist ja super. Und ich dachte, wenn wir hier schon so viel Mist labern die ganze Zeit, obwohl wahrscheinlich viele jetzt gar keinen Mist mehr labern werden, können wir es auch aufnehmen. Das klingt doch nach einer guten Idee. Ja, definitiv. Also wir haben uns hier schon einmal quer durch den Berg geackert. Welche Mods jetzt in dem Pack drin sind, wird natürlich noch nicht ganz verraten. Also ihr könnt jetzt ein bisschen zugucken und wenn ihr euch hier ein bisschen umguckt, seht ihr auch schon. Der World Anchor macht ja lustige Effekte. Was? Der macht Effekte bei mir? Ja, nicht. Ich war gerade weg. Also der hat die ganze Zeit nichts gemacht, aber ich war jetzt gerade aus dem Chunk raus. Der macht so lilane Wölkchen hier im Umkreis. Ja, okay. Hast du irgendwelche Tabletten genommen, die dir nicht gut... Ihr könnt es ja nachher sehen. Ihr könnt es nachher auf jeden Fall sehen. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich glaube, den Witz mit dem stehen geblieben lassen wir lieber. Ich baue eine Terrasse und damit, da werde ich gleich was benutzen, was wir noch nicht hatten bis jetzt. Au! Entschuldigung. Krieg ich erstmal voll mit der Axt ab hier. Ja, was rennst du mir auch in die Axt rein? Ich baue eine Terrasse aus Leimwood. Hier draußen. Okay. Wenn schon was Neues, dann soll man es auch nutzen. Und da Fnatic ja so toll supported hat. Obwohl es natürlich extrem pink ist. Ach ja, wie man schön sehen kann, wir benutzen Texturen, die es offiziell noch gar nicht gibt, die neu entwickelt wurden. Ist das nicht toll? Weil dieses Holz gibt es noch nicht von Zwex. Zum Beispiel. Und da gibt es noch einige andere Sachen, die später dazukommen werden. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich das Let's Play generell auf eine Server-Side ziehe. Ich meine, die müssen ja jetzt nicht zwingend hier immer dabei sein, aber ich glaube, es ist ein bisschen witziger. Oder ob ich das einfach als Server-LP ausgebe und wir so ein bisschen einen Direwolf-Verschnitt spielen hier. Wäre wahrscheinlich auch gar keine schlechte Idee. Ich habe keine Schaufel. Und wir haben auch irgendwie kein Eisen und nichts, oder? Willst du einen geschenkt haben? Doch, wir haben Eisen. Ja, eine Schaufel nehme ich gerne. Ja. Das ist doch schon. Okay, ja. Danke. Danke, danke. Erstmal ein Ei mampfen hier. Kommt jetzt die Küche nach hier links oder nicht?
Kannst du deinen lieben Leuten und Fans auch mal erklären, was es jetzt zu essen gibt, ne? Eier? Eier! Oh, nee, das war der falsche. Den. Nee, nee. Was es zu essen gibt? Der ist ja noch lange nicht alles. Wir sind ja gerade dabei, noch mehr da reinzupacken. Soll ich da wirklich schon was für verraten? Ja, so ein kleine Kostprobe. Du kennst es doch, wenn du in ein feines Lokal kommst, kriegst auch immer so kleine Häppchen, bis du der Hauptgang kommt. Ach so. Und du meinst, da sollte man was für verraten? Einen Kuss aus der Küche. Ja. So. Ja, was soll ich verraten? Okay. Also wir sind, wie gesagt, da das bisschen Essen nicht genug ist, sind wir momentan dabei zu überlegen, was man so an Essen einfügen könnte. Und da wir inzwischen einen eigenen Mod-Ersteller an der Hand haben, wird es wohl ein paar Neuerungen geben. Ich weiß nicht, du wolltest Erdbeerkuchen, oder? Also es wird Erdbeeren geben, auf jeden Fall. Ja, und ich will unbedingt einen Rumsteak. Und ich will Eis. Ja, Eis gibt's auch. Schönes Meloneneis und Kürbiseis und Erdbeereis. Erdbeereis. Und wie sieht's eigentlich mit Kirschen aus? Wir haben ja Kakao. Wir haben Kakao. Und wir haben doch theoretisch auch Cherrywood. Das heißt, sobald die Forestry-Version voll ist, müsste ja theoretisch auch Kirschen geben. Ich könnte mir jetzt auch noch schon Zitronenbäume und Orangenbäume und Apfelbäume noch reintun. Die gibt's doch schon hier. Also was ich hier gerade verlege, ist Leimwood. Perfekt. Wovon ich natürlich nicht genug habe. Verdammt! Mehr noch Kabel? Ich habe nicht genug Leimwood für die Terrasse. Keine Ahnung. Vier Kabel waren hier in der einen Truhe noch drin, genau in der. Die habe ich. Okay, nee, ansonsten hatten wir keine mehr, das waren die letzten. Dann muss ich das Kabel da abbauen. Ja. Ich weiß nur eins, mit Schleimbällen können wir uns jetzt mittlerweile totschmeißen. Mhm. Inzwischen haben wir auch eine Menge Leder, oder? Ja. War ganz günstig dran gekommen. Dank Greg Sicherheit. Durch Zufall. Hier. Wenn man jetzt bei uns hier Rotten Flesh nämlich reinhaut, entsteht Leder im Ofen. Ich habe mir mal die Eier genommen, um noch mehr Hühner zu erhalten. Ja, erhalt mal noch mehr Hühner. Lass das Ding mal so richtig schön lecken. So, achso, ich kann euch ja noch ein bisschen zeigen. Also wir haben hier draußen schon angefangen. Hier stehen schon ein paar Rubber Trees. Hier ist unsere kleine Mini-Farm. Mit Reed. Und hier, lässt du die armen Viecher einfach im Dunkeln sitzen? Ist ja fies. Bau mal ein paar Fackeln. Man sieht ja hier nichts. Ach, apropos, nichts sehen. Vielleicht sollte ich die Video-Settings mal auf Bright stellen. Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Auch wenn ich dann wahrscheinlich wieder dafür sorge, dass irgendwelche Viecher bei mir im Haus spawnen, weil ich nicht sehe, dass es so dunkel ist. Ja. Wie war das mit YouTube geschädigt? Mal gucken, ob ich die Türen kriege. Ja. Ha! Brauche ich die 3 Kupfer, bitte? Ich glaube, wir haben kein Kupfer mehr, aber ich würde mich nochmal dazu opfern, wenn du mir einen Rucksack machst, einen normalen, dann... Oh, du kannst mir auch mal 2 Rucksäcke machen, dann gehe ich auch freiwillig wieder meinen. Ja, Kupfer haben wir noch da, 19, aber ich habe nichts mehr zum Brennen. Ich mache mich gleich vom Acker, wie gesagt. Ich nehme mal 8 Leder raus. Aua. Also ich nehme mir jetzt 16 Leder raus und mache die auch einen Rucksack. Die anderen Leder lassen wir mal noch in Ruhe. Mach doch Forestry-Rucksäcke. Nö, wir nehmen jetzt... Oh, wow, jetzt wäre er fast abgeschmiert dabei. Ben? Oh. Ja. Da liegt dein Rucksack. Wo liegt mein Rucksack? Am Bettende. Du stehst quasi direkt drin. Hast du mir noch so ein paar tolle Rucksäcke, die automatisch einsammeln machen? Connection Reset. Ist ja ein Traum. Forestry Rucksäcke mache ich gleich. Ich muss nur noch jetzt endlich mal das Zeug da hinten fertig kriegen. Also wie man sieht, wir haben immer noch so ein paar Bugs drinne. Zum Beispiel Connection Resets. Ach du Scheiße. Und die Spinne hier möchte gerne reinkommen. Ja. Guck mal, wenn du ein Stück hier rüber gehst, dann kommst du da rein. Hier verboten. Ich hab's zum Glück noch gehört. Das Haus immer umbauen? Yep.
Kommst ja. du mal mit mir mit? Warum? Eingehen? Ja, aber dann, ach so, vielleicht sollte ich jetzt die Marker wieder anschalten. Weil meine Mine ist hier gerade in der Nähe. Deine Mine ist in der Nähe? Du hast eine eigene Mine? Wie konntest du denn sowas leisten? Wer hat dir denn das erlaubt? Ich bin einfach mal in die Nähe des Hauses gezogen. Okay. Wenn du mir jetzt sagst, wo du hin bist, dann, Hier raus und dann links. Links, okay. Jetzt ahne ich, warum ich... Weiß ich nicht, ich bin jetzt einmal da. Mein Internet war offensichtlich gerade weg. Jetzt weiß ich, warum ich rausgeflogen war. Ah, gut. Was hast du denn hier für eine Wendeltreppe? Jemand Glowstone holen, bitte. Ja, wenn Fanatics mal wieder auftauchen würde. Ich möchte gerne den Raider fertig kriegen. Den Mace Raider. Möchtest du dich von dem freiwillig hauen lassen, oder? Ja, wir holen gleich Glowstone. Wie gesagt, eigentlich haben wir doch schon welches. Er hat doch schon so viel abgebaut. Du kannst ihn ja mal gucken, ob du ihn irgendwo triffst und verprügeln kannst oder so, weil er nicht da ist. So. Also die Mine ist nicht schlecht. Wendeltreppe geht noch ein ganzes Stückchen nach unten. Okay. Ist auf dem Bedrock. Oh, hier ist ja eine Schallplatte drin. Ja. Und ein Workcard. Mensch, super. Ja, ich habe die Tage auch schon irgendwo eine Schallplatte gefunden. Bevor ich weggehe, brauchst du noch was an Werkzeug. Silber, Eimer. Achtung, hinter dir. Oh. Nicht vor mich springen. Weißt du, du meckerst in Battlefield immer, dass ich vor deiner Nase rumhüpfe. Ja, das ist was anderes. Und hier springst du direkt vor mich und lässt dich fast in die Lava schubsen. Ich baue auch noch ein bisschen Kohle hier ab. Werkzeuge, ja, ich könnte noch eine Spitzhacke gebrauchen. Darf ein Titanium sein? Oh ja. Titanium auf jeden Fall. Das Titanium-Erz im Übrigen müsste aus Gregs Tech-Mod sein. Hier mal so ein paar Sachen verraten. Zwischendurch, damit die Leute sich nicht wundern. So, hört die dann? Wir haben übrigens uns gegen Metallurgie entschieden, weil es einfach too much ist. Und man findet kein Eisen mehr. Put. Ganz allein. Put. Oh! Dankeschön. Die sieht fast aus wie die aus Diamant. Zumindest im Texture Pack. So. Aber wir haben ja die Möglichkeit, an ganz viele Ärzte ranzukommen. Genau. Mittlerweile wie. Ja, wir können durchaus an Erz herankommen. Dafür müssen wir ganz schön dense rangehen, würde ich sagen. Ja, also natürlich ist auch Mooscraft da. Logischerweise. Und diesmal bitte nicht übertreiben. Nein. Oh, wieso willst du auch rein? Chris. Ja. Pack mal ein bisschen was rein. Sobald wir mit dem Pack hier irgendwann fertig sind, gibt's auch schön den Server dann und das, wie gesagt, wir sind halt im Überlegen, ob wir eventuell sogar einen Installer hinkriegen dafür. Dafür müssen wir aber mit jedem der Mod-Hersteller reden. Und da wir ja massive Konkurrenz zu Tekkit werden, glaube ich, dass es da einige Probleme geben könnte noch. Ich denke, von Tekkit her auf jeden Fall, von den Moddern her denke ich jetzt eher nicht. Weil man sieht es bei Tekkit, warum ist bei Tekkit kein Forestry dabei? Weil sie es einfach nicht gemacht haben. Ja. Ja, es wurden halt viele Sachen gemacht, wo nicht gefragt wurde vorher und dementsprechend sind einige Modder damit sehr unzufrieden, was ich auch durchaus verstehen kann, weil ich meine, ein bisschen möchte man ja von seinem Mod auch was haben, oder? Wenn das irgendwie möglich war, wäre es ja perfekt. Denkst du bitte daran, dass du die Fackeln immer rechts setzt? Du setzt die Fackeln, ich grab ab. Ja, ich versuche mich hier gerade mal eine Runde durch die Gegend zu gammeln. Ach, du bist jetzt einfach so rübergegangen, ja? Ja, ich habe mir mal schnell wegen was geholt, weil wenn ich warte, bis Manu da ist... Denn es ist Ostern. Und Weihnachten kommt vorher. Manu dafür auf die Nase gehauen, oder was? Ich bin mal schnell selber an die Decke gekippt. Okay.
Ich würde ja sagen, du hast ein Jetpack benutzt, aber ohne Glowstone wirst du auch kein Jetpack benutzt haben, denke ich mal. Ja, wird schwierig. Oh, was ist denn das Schickes? Oh. Was sind hier? Nee. Doch. Das ist Lead Ore. Sehr schön, dann können wir nämlich, Meinst du, mir fällt jetzt der Mod ein? Wenn nicht, passiert mal auch des Öfteren. Wenn man älter wird. Genau, das liegt am Alter. Alzheimer. Manus Lieblingsmod. Meinst du Powercraft? Ja, nee, nicht Powercraft. Ich meine den Mod mit dem Smelter. So, der ist der Thermal irgendwas. Genau, Thermal Expansion. Der ist ja auch mit drin. Da kommt das Liedohr her. Er hat übrigens doch noch ein paar Texturen-Bugs. Sehe ich gerade. Also einige Hinterlegungen. Aber das kann auch wieder... Moment, ich kann sein, dass ich Custom Colors wieder anhabe. Quality Custom Colors machen wir mal aus. Ich hoffe, jetzt werde ich nicht von irgendwas gelyncht. Weil es dauert immer einen Augenblick. La 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 la. Na komm, hau rein. Jetzt stirbt bestimmt gleich hier alles ab. So. Dann. Back to the game. Ich hab unter unserem Haus Eisen gefunden. Ohne Custom Colors bitte spielen. Du hast Eisenerz gefunden? Mhm. Ich habe hier gerade eine Kombination aus Kohle, Kupfer und Eisen gefunden. Allerdings bin ich auch auf Ebene 38 irgendwo unterirdisch, wo ich wahrscheinlich niemals wieder nach Hause finden werde. Durchlaufen. Nie wieder. Na, ich bin ja direkt unter unserem Haus und hebe den Keller ein bisschen aus. Ah ja, stimmt ja. Der Keller. Pfosten. Ja. Ich hab zisch bumm gehört. Ja, raten mal, wo er hochgegangen ist. Da haben mir sehr viele Maschinenblöcke. Gang, wo du runtergegangen bist, zum Abgraben. Brauchst du Hilfe beim Einsammeln? Einfach den Fackeln folgen. Nee. Rechts runter. Immer schön den Fackeln hinterher. Der Extraktor ist auch weg. Und meine Spitzhacke jetzt auch. Tja, dann würde ich sagen, müssen wir wieder von vorne anfangen mit dem Aufbauen, oder? Würde mal sagen, mach mal endlich eine Decke rein. Was Erde ist. Der Maserator lebt aber noch, oder? Die drei Diamanten. Den hab ich noch nicht gebaut, weil ich noch einen Kaltkreis machen wollte. Ach ja, warum wir uns wegen dem Maserator scheren, das liegt natürlich daran, dass Gregs Techmod den Maserator ein bisschen teurer macht. Also, was er halt auch wert ist. Effektiv. Nämlich mehr als drei Diamanten. Wer hatte die Dias gefunden? Du hast die Dias gefunden, Ben, oder? I see sure. So, also es sind erstaunlich wenig Mobs unterwegs. Okay, ich will es nicht beschwören, aber... Der eine, wo gerade da war, der hat reicht. Ja, ein Creeper macht auf jeden Fall schon ordentlich was aus. Ich dachte, ich finde noch ein bisschen Redstone oder so, aber ich finde wenigstens einen Haufen Kupfer und das ist ja gar nicht so schlecht. Obwohl Zinn ist mir noch ein bisschen wenig momentan. Dafür für in Unende. Ah, Titanium. Auch eine Textur, die noch gar nicht existiert. Ha. So. Wirken enorm still. Ja, ich bin mal wieder konzentriert am Bauen. Konzentriert. Ja, der Vorteil jetzt ist, dass er die Zeit nicht mit lalala verbrauchen muss. Weil es ja noch genug andere Leute gibt, die reden können. Ich dachte, er wäre eingeschlafen. Nee. Huch. Ja, das Hoch bleibt mir immer erhalten. Ich glaube auch. Huch. So genial. Das, dann wüsste immer, dass ich mich verbaut habe. Ja. So, jetzt habe ich meine anderen Spitzhacken zumindest schon mal verbraucht. Ich höre irgendwo eine blöde Spinne rumunken und ich weiß noch nicht so ganz, wo sie ist. Ich hoffe, die fällt mich nicht gleich von hinten an. Brauchst du noch ein paar? So, hier ist noch Kohle und... Ah! Tuck, tuck, tuck. So. Jo! Epp, spring mal bitte. Einen normalen Ofen bauen, damit wir die Erze schmelzen können. Gut. Ja, das wäre wahrscheinlich ganz günstig, ein paar Erze einzuschmelzen.
Komm ich einfach her, ich habe einen eisernen Ofen dabei. Eigentlich wäre ein Smelter ganz cool, aber da ich momentan keine Ahnung habe, wie man die Dinger baut und auch nicht, wie man sie mit Energie versorgt. Das kann ich gerne machen für dich. So, ich mache hier oben auch nochmal zu, ne? Dann können wir gleich einen Pulverisierer machen, weil hier hat der Pulverisierer Erde ausgetroppt. Mittlerweile ist es genialer geworden. Er macht immer nur ein Ohr zu zwei Eisenstaub, sondern zwischendurch hast du auch einen höheren Drop, also eins mehr. Alle 5-6 Eisen kommen 3 Stück raus. Das ist genial. Okay. Kann ich halt so eine Fabrikstraße machen, Pulverisierer, dieser Dionsherd, wie er heißt, dieser Schmelzer, und dann nimmst du einen normalen Ofen davon nochmal. Ich muss bei dem Smelter immer an Redlet denken. Ja, genial. Mann, Mann, Mann. Ja, und Eloram sei Dank, wir haben immer noch keinen Red Power. Die Frau hat echt anscheinend Besseres zu tun. Ja, die Ruhe selbst. Absolut. Viele Leute eigentlich darauf warten. Okay, gut. Der Einzige, der nicht warten muss, ist Dire Wolf. Sauerei. So, also Redstone-mäßig. Und Zinn ist sau wenig diesmal. Also Kupfer finde ich ja echt in rauen Mengen, aber Zinn? Zinn hast du? Also ich gucke gleich mal. 12. Okay, ich habe 9. Ja, du hast letztes Mal auch Probleme mit dem Zinn, ne? Ja, also ist natürlich blöd, je mehr Erze man hat, umso weniger gibt's von einigen. Und gerade von denen, wo man eigentlich sonst immer mehr als genug hat. Entschuldigung. So. Oh, auch das sind deine Zuschauer gewohnt. Ja, aber deine nicht. Ach, viele von meinen Zuschauern kennen inzwischen dich auch. Ach, na dann. Achso, Ben und Drag haben übrigens keinen eigenen Kanal, nur gleich mal zur Info. Falls die Frage kommt. Ich weiß, ich bin nicht jugendfrei. Ja, die sind viel cooler als wir, aber... Die sind so cool. Genau. Da erstarrt sogar ein Kühlschrank. Ihr seid so hohl, ihr schwimmt sogar an Milch. Was für eine Milch? In der Flasche Milch oder in der Dose Milch? Vor allem, die sind so gut, die haben es gar nicht nötig, auf YouTube einen Kanal zu haben. Genau. Also, vor Drags Baukünsten ziehe ich ja regelmäßig den Hut. Ja, das stimmt. Gib dem erstmal Red Power in die Hand, was meinst du, was er dann baut? Ja, auf jeden Fall. Darauf warte ich ja quasi nur noch. Darf ich eigentlich dieses Real eigentlich erwähnen, dass wir heute Nacht aufnehmen? Erwähnen ruhig. Also, wir spielen heute Nacht Alle hassen Ben bei BF3. Das heißt, alle gegen mich. Mal schauen, wie es ausgeht. Nicht gut für uns. Genau. Mein Messer hat euch lieb, Männer. Davon träumst aber auch nur du, oder? Du kannst ja deine 870 auspacken und dann mir mal öfters auszusehen ins Messer rein. Ich werde meine 870 auspacken und dir öfters aus Versehen ins Gesicht schießen. Minecraft, wenn ich hinter dir stehe. Ja. Ich sehe. Hat jemand heute mal eine große Klappe? Trotzdem kann man ja mal ein bisschen vorgreifen. Mal schauen. Könnt ihr ein paar Zelt machen, bitte? Würde ich ja gern. Sind in diesem Modpack zufälligerweise Project Table enthalten in dem alten? Nein, weil es gibt immer noch kein Red Power. Ja, stimmt. Da wäre eine Story. Und ohne Red Power macht sich das mit dem Project Table ganz schlecht. Ja. Obwohl, die neue Project Table von ihr gefällt mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Project Table wären ja auch mal so eine Sache, die könnte man in Minecraft eliminieren. Einfügen. Eliminieren? Einfügen. Integrieren. Ich wollte gerade sagen, eliminieren. Ich habe, glaube ich, einen Creeper-Spawner gefunden oder so, ey. Eliminieren tust du die heute. Tust du die heute Abend. Ja, genau. Also, ich glaube, ich sollte nicht so weit in die Höhle vorrücken hier. Doch, doch, mach ruhig, mach ruhig.
Oh, das Schlimme ist, ich habe hier voll den schönen Keller ausgehoben und jetzt haue ich hier überall Löcher rein, weil überall Erze drin sind. Das ist doch wunderbar. Erze sind immer gut. Wir brauchen eine ganze Menge, auch wenn wir wahrscheinlich hier auf der Welt nicht mehr sehr viel abbauen werden. Warum? Muss man mehr Licht machen, es ist so dunkel hier. Raus? Hm? Ja, ich denke, wir werden in Kürze das erste Büchlein erstellen. Achso, so fern. Sollen wir für dich nachher noch ein bisschen Sand farmen gehen? Du brauchst ja so viel Glas. Sand haben wir noch 55 Stück, aber ich brauche 4 Glas, ich will ein Geo machen. Also ich habe kein Glas in der Tasche. Soll ich dir Lava mitbringen? Ja, und wenn du Lavazellen hast, bring mit. Nein. Wird er jetzt in die Luft gejagt? Aus Versehen. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Musi ist teilweise doch schon ziemlich laut. Ich bastel mal einen normalen Ofen, dann kann ich das Glas reinschmeißen. Ich glaube, das werde ich jetzt gerade mal ändern. Aber wo sind wir bei 26 Minuten? Ich tue das jetzt hier einfach mal als Serverfolge ab und wir starten dann gleich die nächste Aufnahme. Bis gleich.